Cisterna Basilica, die Geheimtür in Sophias Geschäft, hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig, nicht entdeckt werden. Oh, kann ich nicht versprechen, nicht entdeckt zu werden. Jetzt mit diesen neuen Techniken muss man auch noch so extrem krass denken. Cisterna Basilica. Diese Yerebatan Sarniki oder versunkener Palast genannte Zisterne ist die größte unterirdische Zisterne Konstantinopels. Ursprünglich wurde sie als Basilika genutzt, daher der Name. Doch im 6. Jahrhundert Nutz wurde dieser riesige öffentliche Raum samt hunderter harmonischer Marmorsäulen in ein Wasserreservoir für den byzantinischen Palast umgewandelt, der direkt östlich von der Zisterne liegt. Nach dem Fall des Lateinischen Kaiserreichs und der Wiederherstellung der Palaiologen-Dynastie wurde die Zisterne nicht mehr genutzt und fiel in Vergessenheit. Aber die Stadt im Jahr 1453 von den Osmanen erobert wurde. War gemeinhin nichts mehr über die Bauwerk bekannt. Allerdings hielten sie Gerüchte über seine Existenz in den Köpfen der Fantasie und der Hoffnungsvollen angetrieben von den Berichten einiger Einwohner, die durch Löcher in ihren Kellern Fische angeln konnten. Doch erst unter der Herrschaft von Süleyman den Prächtigen fand ein Diplomat auf Staatsbesuch dem Eingang der Zisterne wieder und berichteten einem äußerst vergnügten und faszinierenden Sultan von seiner Entdeckung. Boah. Ich habe nichts mehr zu trinken hier und das ist definitiv der letzte Folge. Oh, das Lesen. Schlimm. Ach, hier kann man einfach runter. Oh je. Die Nachrichten im Stream-Chat, die sieht man in der Aufnahme später nicht mehr. Fraps nimmt nur das gecapturte Bild auf, was ihr jetzt seht im VOD hier nachher. Also nachher meine ich in einigen Wochen. Wenn Brotherhood durch ist, dann kommt Revelations, also dieses Spiel hier. Ich bin nur sehr weit voraus, muss man sagen. Aber ich muss auch sagen, Brotherhood ist komplett hochgeladen, so ziemlich. Fehlt noch Session 11, dann ist durch. Endlich mal. Das ist Arbeit. Arbeit. Will ich da jetzt hin? Nö. Aua. Also man sieht es nur jetzt im Stream, aber später nicht mehr. Aber der Stream wird auch noch uncut auch geladen, also von daher, wer sich den Stream anschauen will, uncut, der kann es natürlich jetzt sofort anschauen. Die Videos werden immer in der Samstags-Playlist verzahnt. Aber ja, ich sehe auch gerade, das ist total falsch. Okay, ich werde es in Zukunft nach oben rechts filmen. Wobei, es geht eigentlich, ne? Na, müsste ich ein bisschen... Ja, ein bisschen höher. Es müsste eigentlich weiter hoch. Das würde mich jetzt stören. Ich bin gleich wieder da. Moment. So, Problem geklärt. Shop, runter. Nee, alles gut. Hoch. Falsche Richtung, Junge. Ezio, spring doch nicht in die falsche Richtung, Auditore. Wo geht's da vorne eigentlich lang? Ist das nur der andere Weg für alternative Leute? Ja. Dann geh ich halt hier lang. Ping! Es stinkt hier unten. Wir finden die Schlüssel bald.
Tweet. Salpeter. Ach, das sind... Ach, dafür sind die Dinger da. Das sind Arznei. Nee. Ist auch verkehrt. Bombenbastel-Dinger. Wie langweilig. Puh, naja, gucken wir mal, was passiert hier. Aufschlagdetonator. Mittleres Lammblut. Bombe herstellen. Testen wir mal die Bombe. Das ist, wenn ich das richtig getestet habe jetzt, dann ist es so eine Tarnbombe, die ich jetzt hergestellt habe. Ja. Dann kann man sowas machen. Ja, gut. Perfekt. Die können wir mal herstellen. Die können sich jetzt nützlich erweisen, diese Bomben. Ja. Wobei das sind eigentlich im Moment 4 Videos pro Tag. Gib acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Eliminieren Sie den Templerhauptmann, um den Schlüssel zum nächsten Tor zu bekommen. Prinzipiell. Den messe ich. Wurfmesser, eine alte äzionische Taktik, die Ezio schon lange nicht mehr eingesetzt hat. Wie laufen die denn? Echt, wie laufen die? Tot und wir waren es nicht? Tot und wir waren es nicht? Wie, bringt ihr eure eigenen Leute um? Gut, würde mich nicht wundern, aber... Oh, ich krieg von denen auch noch die Wurfmesser zurück, das ist gut. Wir sollten mal überlegen, dann noch eine Maximierung der Wurfmesser-Taktik zu erweitern. Der lebt noch. Haben ihn nicht gesehen. Das ist vor seinen Augen kollabiert. Das war Herzinfarkt. Die volle Konzentration des Maschinen ist natürlich wieder gescheitert. Die haben mich nicht gesehen. Jetzt haben sie mich gesehen. Scheiß auf die Synchronisation, ganz ehrlich. Ich will Action. Ich spiele das Spiel. Was habe ich da denn gemacht, bitte? Krass. Du kannst was. Lasst mich frei! Kann man die Leute mit Geld beschmeißen? Nee. Wisst ihr, was ich vermisse? Das Provozieren. Das müssen sie wieder her. Gerade Ezio war dafür bekannt, Leute mit zu Tode zu provozieren. Ach gut, das funktioniert so also nicht. Bei diesen langen muss ich also aufpassen. Gift voll.
So, Medizin kriegen wir zurück. Das ist gut. Also heilen wir uns mal ein bisschen. Ja, kriegen wir wieder Aktien von denen. Das finde ich ganz gut. So, der hat Glück. Der ist der einzige Überlebende hier. Die habe ich wohl schon gelootet. Gut, ignorieren wir also die 100% Synchronisation. Noch mehr Fremd. Was für ein Kohlfritt. Was für ein Kohlgrill. Keine Ahnung, was da. Gibt's Taschenlampen hier? Weil es ganz schön dunkel, ne? Bildschirm macht es dunkler und ich glaube auf YouTube wird es sogar noch dunkler. Ich mache das mal ein bisschen heller. Helligkeit. Das ist allgemein. Bup. So. Statistik. 0 Tote. Schön. So kann man auch sehen, wie viele Gegner wir getötet haben. Wirtschaft, das interessiert doch jemanden. Verdiente Aktien, 9.115. Ich krieg Hunger, gleich was essen. Hagel. Stopp, 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 stopp. Da. Gibt es eigentlich sowas wie Federn hier wieder? Umgucken, wenn es hier noch was gibt. Hier gibt es auch noch einen Gegner. Ich kenne diesen. Moment. Dieser Umhang. Mach schneller! Ich sehe ihn nicht mehr. Steht direkt vor dir, du Idiot. Ich sehe ihn nicht mehr. Ihn nicht mehr. Steht direkt vor ihnen und sagt, ich sehe ihn nicht mehr. Oh nein, ich sehe ihn nicht mehr. Ist da oben noch irgendwas? Könnt ihr irgendwas irgendwie denken, da ist irgendwie noch irgendwie. Da ist überall was. Ich sehe überall das Glitzern. Ist ja sehr interessant. Britisches Pulver, okay. Ja, hier war doch auch noch was, oder? Nö, ich glaube, das war's. Gut, wir haben den Schlüssel, wir kommen raus. Die Erkundung fortsetzen. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Krieg. Ab ist Tefton. Der Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. Gibt es eigentlich Munition dafür, wenn man jetzt diese Kästen aufmacht? Ja, Tatsache. So, mal gleich was gucken. Wenn ich entdeckt werde, ob die Bekanntheit da steigt. Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern.
getroffen? Ja, steigt. Scheiße. Dann habe ich ja ein Problem. Problem, dass ich nicht loswerde. Noch so ein. Gatter, auf ihn! Na, scheißegal. Dann haben wir halt einen Angriff. Dann macht es halt das Spiel schwerer. Stealth und Schleichmission widerspiegeln nicht meine Angriffstaktik. Das war es noch nie. Ich bin immer derjenige gewesen, der immer angegriffen hat. Okay, ich weiß nicht, wie groß die Basilika ist. Also das wird ein bisschen dauern, bis wir hier durch sind. Rechnet also mit einer etwas größeren Folge hier. Genau, jetzt muss ich hoch. Schon die nächsten. Was tut ihr denn hier? Die drehen sich meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell um. Was? Glitzer, Glitzer? Ah, Glitzer. Schlunk. Schon hat er sich hin teleportiert. Ezio braucht Phosphor Auditore. Wie der sich nur umdreht, ne? Ne, der war er nicht. Das kann nicht sein. Kann sich jetzt hier die Pickaxe aufnehmen? Ja, krass, cool. In diesem in Assassin's Creed habe ich noch nie einen mit einer Pickaxe kaputt gemacht. Mensch. Lass dir nicht entkommen. Danke, danke, danke. Habt ihr gut gemacht, ihr Pisser. Jetzt muss ich hier hochrennen. Los, fall hin. Ich wollte die Pickaxe gerne ausprobieren. Da, da ist sie. Nimm sie. Los. Gleich pisst du Blut, wenn du... Los, komm mal ein bisschen vor, damit du nicht runterfällst. Ich bin ein Finisher mit einem Pick. Mit einer Pickaxe sehen. Klatsch. Schön. Ja, scheiß auf Templer-Bekanntheit. Ezio ist in der ganzen Welt bekannt mittlerweile. Klar haben die Templer einen Wut auf ihn, nachdem er die Borgia umgebracht hat. Britisches Pulver. So, das wird jetzt interessant, darüber zu kommen.
Ist jetzt hier nur so unten, ne? Ich wollte mich eigentlich abfangen, aber da war nichts abzufangen. So, nächstes Gebiet. Durchsucht jeden Schatten. Jetzt ist ja egal, ob ich entdeckt werde. Ich bin jetzt schon entdeckt worden. Cool, ich kann Aetius Reichtum schon mittlerweile bei 3000 Aktien halten. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, die blinken also immer, die Dinger. Gut, dann interessiert mich das auch nicht mehr. Ich dachte, die blinken, weil sie Zeug drin haben. Sah nämlich so aus, aber... Nö, tun sie nicht. Das ist ein krasses Brecheisen, muss man sagen, dass er sich damit festhalten kann. In echt würde sowas, glaube ich, nie funktionieren. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Stimme kam von links. Eigentlich ganz gut gelöst. Vor allem das war auch ohne entdeckt zu werden. Ich habe nicht gewusst, was denn kam.
So, verborgenes Geheimnis aufspüren. Ich finde es übrigens cool, dass man länger draufhalten muss, um dann zu schauen, ist da das Geheimnis oder nicht. So wie da zum Beispiel. Und da ist es. Eine versteckte Tür. Ja, ich werde schon versuchen, halt nicht entdeckt zu werden, aber in meisten Fällen geht sowas ja schief. Ich glaube, wenn ich besseres Equipment habe oder so und besser steuern kann, ich glaube, dann wird es besser. Ja, dachte ich doch, dass hier irgendwas ist. Lammblut. Warum nicht? Drachenblut wäre mir zwar lieber gewesen, aber man kann ja auch Lammblut nehmen. Okay, die Tür bleibt bestimmt offen. Mastiff-Schlüssel. Eine CD. Eine Holodisk. Sehr schön. Ich komme ja doch hoffentlich auch so wieder raus, oder? Schick mir das Spiel bitte wieder nach vorne. Gott sei Dank. Das Schlimmste, was ein Spiel machen kann, ist am Ende eines Dungeons einen hängen lassen, dass man alleine wieder raus muss. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Ezio sieht aus wie mein Vater. Schön. Cool. Soweit ich das sehe, brauche ich diese 3 Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Gut. Fertig sind wir damit. Hey cool, jetzt hat es sich sogar gelohnt, da unten entdeckt zu werden. Das hat nichts gebracht. Für hier außen. Sehr gut. Also wieder raus. Yusuf. Salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen.
Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Aber wird uns das Schnellreisesystem beigebracht. Sehr schön. Und 400 Aktien dazu gekriegt. Schnellreisesystem. Yeah. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, um an unser Ziel zu kommen. Wie sieht hier die Karte aus? Immerhin, die zeigt das Ziel an. Das ist doch immerhin was. Und rot heißt wahrscheinlich, jo, da kannst du hin. Oder? Wir haben sogar zwei Ziele. Moment. Wieso habe ich dann zwei Ziele? Eins ist hier oben. Eine Sophia-Erinnerung. Ah, okay. Oha. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge Zeug machen. Wir können auch zu Fuß dahin gehen, anstatt den Tunnel zu verwenden. Und diese Türme hier nach und nach übernehmen. Dann kriegen wir auch mehr Assassinen. Das wäre, glaube ich, auch eine sinnvolle Methode. Erstmal die Herolden ansprechen, dann habe ich das schon hinter mir. 6000. Die sollten wir auch jetzt mal eben vernichten. Leute. Steht doch nicht. Rennt doch nicht genau. Bestechen. Nicht Attentat, bitte. Gut, Attentat kann man natürlich auch auf ihn ausführen, aber ich glaube nicht, dass es hilft. So, was ich jetzt noch schnell machen will, auf die Schnelle, ist... hier hin. Ja. Den Schneider da oben denn holen. Mal eben kurz nach oben, ich komme sonst nicht weiter. Diese Achtung, Feinde entdecken dich Signale müssten ein bisschen größer sein. Die sind sehr klein. Die sind wahnsinnig klein. Vor allem, dann sind sie immer da, dann siehst du sie vielleicht nicht unbedingt. Vor allem, wenn sie rechts im Augenwinkel rumflutschen. Wow, im Kanon könnt ihr reden. Geil. Moin. Was ist denn in den gefahren? Eine Bank. Zurück zur Bank. Ich kann nur einen kleinen Beitrag leisten. Da ist doch nix. Bin über irgendwas gelaufen. Aber der Bankier hat nämlich einiges an Geld drin. Jetzt haben wir nämlich schon 8900. Und damit können wir einiges leisten. Was wir jetzt drin haben. Die Miro. Okay. Naja, Schaden 1, ne? Das ist schlecht. Aber Tempo und Schutz ist schön hoch. Mero-Winger-Axt. Ne, florentinischer Malchus, der ist schön. Wir machen halt alles wenig Schaden. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe eigentlich drin? Mal kurz im Inventar schauen. Ja, Dagan-Schwert. 1, 2, 1. Also kaum Schutz eigentlich dazu. Sogar Tempo ist, naja, geht besser, aber Schutz ist wenig. Und hat auch eh nur einen. Rüstung ist eh nichts drin. Denn wäre das sogar richtig geil, weil es ist auch richtig teuer. Aber es wäre richtig geil, weil halt etwas schneller und halt gut Schutz bietet, ne? Das heißt, ja, die können nicht mehr so richtig durchschlagen und das Ding sieht geil aus. Das ist günstiger, ist schön schnell, es sieht aber scheiße aus, auf gut Deutsch. Ich bin kein Freund von diesen Krummschwertern eigentlich. Aber gehen wir mal pragmatisch. Boah, Schutz plus 4 ist natürlich schon Hammer, ne? Tempo
4, Tempo 3. Komm, wir nehmen den florentinischen Malchus, würde ich sagen. Sollte uns im Kampf gut helfen. Sonst kann ich ja eh nichts machen hier. So. Sehr gut. So, Norden ist da. Norden rechts ungefähr war auch die... der Schneider. Genau den meine ich da. Den erwecken wir mal eben zum Leben. Sind irgendwie alle nicht so zu gebrauchen, würde ich sagen. Gut. Ich würde sagen, dann nehme ich eine Messergürtel-Erweiterung tatsächlich rein, weil die sich gerade als praktisch erwiesen hat im Stealth-Modus. Wenn ich da jetzt quasi 10 Messer habe, ist es gar nicht so übel. Ja. Heute halt nur noch mehr Messer. Ups. Was in Gottes Namen hat euch dazu verraten? Gut. Letzte Aktion für heute ist ein Turm aufsuchen. Und sobald ich den Turm habe, speichert er eh und dann passt das. Und dann nehmen wir gleich den hier unten. Sein Spiel lässt mich da nicht hin. Doch. Nur so in die andere Richtung. Ich fände es übrigens eine Frechheit, dass warum erhöht sich das auf einmal? Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschreibt. Ist Laufen verboten hier, oder? Weil auf den erhöht sich das von selbst irgendwie ständig. Weil man Leute anrempelt. Was zum Henker? Ja, habt ihr getrunken? Mal gucken, ob das was auslöst. Ich will unbedingt diesen Auftrag vom B. Diesen Markt hier rauszukommen, ist ja schwer. Das war in Florentin, gab es auch so einen. Ja? Gab es auch so einen. Ah. Auch so einen Markt. Vor kurzem hatten wir kaum einen Auftrag promoviert. Gefährlich aus, nicht? Wenn ihr uns im Geschäft hilft, wir verarbeiten nur die. Ah, da ist Ausgang. Endlich. Ich bin eine Marde. Ein Licht, ihr vergoldet. Wie lange geht denn sowas eigentlich? Minuten. Na gut. Vor allem ist das so viel. Aber es ist wesentlich schneller beim Hin- und Herrennen. Finde ich gut. Herrschaft zu beenden! Oh Mann, ich sollte lieber abhauen. Einzige Möglichkeit ist, 100 Euro, 100 Aktien abzutreten. Man hat heute noch. Und dann so einen Typen zum Schweigen zu bringen. Bevor irgendwas Schlimmes passiert. Oh, ich sehe es schon kommen. Ich darf gleich wieder lesen. Das mit. Uah. Oder vielleicht auch nicht. Oh, antik. Da hoch müssen wir. Ja,
Ich wusste es. Hippodrom. Das Hippodrom galt einst als eines der besten Beispiele für die klassischen griechischen Wurzeln Konstantinopels. Obwohl das ursprüngliche Gebäude aus vorrömischer Zeit stammte, als die Stadt noch Byzanz genannt wurde, wurde das Hippodrom unter Kaiser Konstantin dem Großen noch einmal vergrößert und ausgebaut. Danach blieb es fast 800 Jahre in Betrieb. Nach 1200, etwa zur Zeit des vierten Kreuzzugs, begann der Verfall des marodierende christliche Truppen die Stadt auf Geheiß von Papst Innozenz den Dritten auf ihren Weg ins Heilige Land plünderten. Als Kaiser Michael Palaiologos die Stadt 1261 zurückeroberte, war das Hippodrom in erbärmlichem Zustand und er machte keine Anstalten, seinen alten Glanz wiederherzustellen. Als die Osmanen im Jahr 1453 die Macht übernahmen, war jegliche Hoffnung auf einen Wiederaufbau dahin, denn Streitwagenrennen sind nicht unbedingt ein typisch türkisches Steckenpferd. Hippodrom, also quasi das Kolosseum dieser Zeit. Wir werden es auch gleich von oben sehen. Yeah. Mini-Kolosseum, würde man meinen. Ein Kolosseum ist wirklich wesentlich größer. So. Ups, ich wollte keinen Schuss abgeben, aber zur Feier kann man einmal schießen. Mann. Gut. Das war Assassin's Creed Revelations und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.